Unten ein Ort, nach oben eine Treppe. Die Himmelsleiter in Gelnhausen Heights. 86 Stufen, 12 Höhenmeter, 47 Meter Distanz. Dieser Mann ist Dirk Leonhardt aus Bruchköbel. Extrem-Ausdauersportler auf der Jagd nach Rekorden. Er will hier 32 Stunden nonstop Treppen laufen, einen Weltrekord aufstellen. Wie kommt man auf die Idee? Ja, eine Treppe hoch und runter zu laufen, ist ja total irre. Macht man zwar im Alltag immer mal wieder, aber nicht in der Dimension. Und ich fand es einfach interessant und ein spannendes Projekt. Und ich will einfach mal wissen, wie sich das anfühlt, wie das so ist, wenn man wirklich mit seinen Pausen gezielt haushalten muss. Und das ist so die Neugier und außerdem eben die Chance, da was Gutes zu bewirken. Am 6. und 7. März findet der Weltrekordversuch statt. Rund 15.000 Höhenmeter legt er dabei zurück. Das entspricht also fast zweimal der Höhe vom Mount Everest. Wir müssen 26 Stunden und 2 Minuten überbieten im Team zusammen. Wir wollen aber 32 Stunden laufen. Das sind ungefähr 1250 Mal die Treppen hoch und wieder runter. Und das wären dann 101.000 Stufen, die wir überwinden. Und das beinahe ohne Pausen. Immerhin 5 Minuten Erholung pro Stunde sind drin. Dirk Leonhardt will mit dem Extremlauf aber nicht nur einen Weltrekord knacken, sondern auch Spenden für die Kinderklinik in Gelnhausen sammeln. Wir wollen dazu aufrufen, wenn ihr dieses Projekt toll findet und wenn ihr das unterstützt, dann spendet doch bitte und zeigt damit, dass ihr das toll findet. Und wir haben einen Livestream, wenn man auf YouTube oder auf Facebook eingibt, längster Treppenlauf, dann kommt man da drauf und da findet man auch die Bankverbindung oder auch über PayPal kann man spenden. Übrigens, es wäre nicht der erste verrückte Rekord, den Dirk Leonhardt aufstellt. Im Sommer 2020 macht er einen Ultratriathlon, 200 Kilometer schwimmen, 5400 Kilometer Radfahren und 1320 Kilometer laufen, 1,5 Monate Extremsport. Und obwohl der Weltrekord im Treppenlaufen noch nicht mal steht, denkt der Ausdauersportler schon an die nächste Höchstleistung. Es gibt zum Beispiel auch einen Treppenlaufrekord auf so einem Treppenlaufmaschine im Fitnessstudio. Und da die schnellste Zeit für den Mount Everest, die Distanz hochzulaufen, das wäre auch so eine Sache. Aber erstmal geht's die Himmelsleiter rauf, ca. 1250 Mal, 86 Stufen, 12 Höhenmeter, 47 Meter Distanz, 32 Stunden lang, fast nonstop.